In Saalburg entsteht dieser Tage wieder eine kleine Stadt für die über 30.000 Besucher bei Sonne, Mond, Sterne. Einmal im Jahr verwandelt sich Saalburg Beach in Thüringens größte Tanzfläche für elektronische Musik. Die soll nicht nur akustisch, sondern auch optisch gut rüberkommen. Wir bauen eine LED-Wand auf dem Sonne, Mond und Sterne Festival hier und verbauen insgesamt 1.100 Quadratmeter LED-Wand. Davon sind einige gewählt. Wir haben 2 Würfel und eine ganz große flache LED-Wand. Rund 1.000 Arbeiter bauen an den 5 Bühnen, auf denen von Freitagabend bis Sonntagnachmittag über 130 Künstler auftreten. Bei aller Routine nach 25 Auflagen, wenige Tage vor dem Start, steigt auch beim Veranstalter die Spannung. Ganz klar, man ist immer aufgeregt, definitiv, weil es ist etwas, wo wir das ganze Jahr darauf hinarbeiten. Und da liegt uns natürlich ganz viel daran, dass es auch gut wird. Und deswegen sind wir auch aufgeregt, ganz klar. Damit die vielen Festivalgäste auch sicher sind, treffen sich am Abend noch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienstmitarbeiter auf dem Gelände. Koordiniert von Mitarbeitern des Landratsamtes, die seit Monaten im Austausch mit Veranstalter und Stadtverwaltung sind. Also wir haben ja schon eine sehr hohe Anzahl an Security-Mitarbeitern durch den Veranstalter hier im Gelände. Aber wir bereiten uns natürlich auch mit dem Sanitätsdienst und dem normalen Regelrettungsdienst auch darauf vor, dass wir hier natürlich mit unterstützen können. Und in Summe kann man sagen, sind hier 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und weiteren Behörden und Organisationen auch mit dem Einsatz, um diese sichere Veranstaltung abzusichern. Wegen Staus bei der Anreise dürften einige Schüler Mittwoch und Donnerstag in der Schule fehlen. Festivalbesuchern rät die Polizei: Grundsätzlich immer dem Live-Ticker von der SMS folgen. Da sind die Anfahrtswege genau klar definiert, vordefiniert, wie man von der Autobahn von München und Berlin kommend sich zu verhalten hat. Die meisten Gäste werden wie in den letzten Jahren auf einem der Campingplätze übernachten. Für ein ungetrübtes Festivalvergnügen gelten dort klare Regeln. Nicht erlaubt sind Glasflaschen, Gasflaschen, aber auch Haustiere oder offenes Feuer. Grillen ist dagegen erlaubt. Für Müll wird ein Pfand fällig. Außerdem gibt es überall auf dem Gelände Müllsammelstationen. Zum ersten Mal gibt es bei Sonne, Mond, Sterne auch Tagestickets. Da gibt es einfach hundertfache Nachfrage immer wieder. Und dann haben wir uns dazu irgendwann entschieden zu sagen, dann ist dieses Jahr eben das Jahr, in dem wir das zum ersten Mal anbieten. Bei den sommerlichen Temperaturen sollen die Partygäste vor allem viel Wasser trinken, raten die Veranstalter. Die Arbeiter auf dem Gelände sind über jede Abkühlung dankbar. Ich habe auch meine Luftmatratze dabei und nach dem Feierabend geht's baden.